Ihr könnt euch sicher erinnern, was schön ist, ist die auch gut, haben die Griechen gesagt. Und zu Rom hat man das Sprüchli übernommen, hat gesagt, mens sana in corpore sano, wenn der Körper gesund ist, ist sicher der Geist intakt. Und das ist eine Philosophie, die wir haben übernommen. Wir denken immer noch, wenn das Äußere stimmt, das ist nachher eine Aufbesserung vom ganzen Innenbereich. Das hebräische Denken ist gerade genau umgekehrt. Hier haben wir so eine an das Griechische erinnernde Statue, mit immer so die Schönheiten dargestellt. Der Mensch ist etwas Perfektes, aber eben nur, wenn er jung ist, nur, wenn er eben schön ausgewogen ist in seinen Proportionen. Pech für die anderen, die nicht so geboren sind. Mit dem Blick auf den Neubau vom Thuner Fußballstadion hoffen wir natürlich und wünschen es den Thuner auch, dass hier mal ein Finale stattfinden kann. Natürlich sicher auch viele andere erfolgreiche Spiele. Und wir sehen, vordran ist ja Sarifeld Brot und Spiele ist hier ein Thema. Die Thuner geben sehr gut ihr bestes Ackerland. Goldiges Land sozusagen. Nachher für wiederum sehr teures Pflaster für den Fußballrasen, wo man sagt, der kann auch wieder Gold damit machen. Die Wirtschaft lässt sich so fördern. Was eben nachher das Gescheiteste ist, Brot oder Spiele, das muss nachher jemand anders entscheiden. Die Thuner haben wirklich mal die grosse Trophäe. Man darf nicht vergessen, das steht von denen an unter Druck. Es kann fast nur noch nicht sein gehen. Jeder Sieg wandert, jeder Pokal wandert. Und damit auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Sie geht plötzlich wieder in eine andere Richtung. Das andere ist dann nur noch Vereinsgeschichte und ist irgendwo vielleicht im Vereinslokal sichtbar. Aber eigentlich ist der Brennpunkt immer dort, wo jetzt gerade ein neuer Sieger ist. Der Sieg wird schnell alt. Das ist leider so, nicht nur in der Geschichte vom Sport, sondern überhaupt in der Weltgeschichte. Es ist ja dann noch interessant, dass Jesus selber erhöht wird, ob schon er das nie sucht. Er hat gar nicht auf ein Podest raufgehen. Er ist schlussendlich dort raufgeklüpft worden. Es war nicht ein Siegerpodest, sondern eigentlich ein besiegter Podest. Man hat ihn ja der kann auslachen, aushunzen und können sagen, jetzt haben wir dich endlich, jetzt hast du verloren. Und trotzdem, es ist ja ein gewaltiger Sieg über alle Mächte vom Hass und von der Finsternis, die er auf diese Art hat errungen. Wider Willen haben sie eigentlich den König der Juden und haben den eigentlichen Sieger erkoren und sogar noch von der ganzen Welt vorgeführt. Jesus hat ja den Club der Letzten gegründet. So kann man seine Jüngerschar nennen. Er hat ihnen das Prinzip gelehrt, das gültigste von allen Prinzip. Wenn einer etwas sein will, dann muss er der Letzte sein. Und wenn einer er will, muss er den anderen die Füße waschen können. Und als Leiter des Clubs der Letzten war er nachher der Hinterletzte. Hat als Hinterletzte auch das hinterletzte Podium der Weltbühne bestiegen. Und ist dort schlussendlich sichtbar für alle der Tod vom Letzten gestorben. Und gleich, er ist ja zurückgekommen. Wir wissen, Gott hat diesen Platz bestätigt. Er hat gesagt, das ist wirklich ein Sieg, der bleibt. Im Gegensatz zu jedem Wanderpokal ist das Kreuz für uns nicht ein Wanderpokal, sondern es ist ein Ausdruck, dass die Letzten werden die Ersten sein und niemand kann es wegnehmen. Und wenn wir schon beim Schutten sind, dann muss man sagen, der Karfreitag ist ein eindeutiges Eigengoal. Die, die ihn wollten fertig machen, haben im Gegenteil ein Podium gegeben, ein Podest gegeben, einen Platz gegeben, wo er gesagt hat, von hier aus überschaue ich das, ich sehe all die vielen Leute, ich kann sie zu mir ziehen, sie sehen mich alle. Sie sehen jetzt alle, was Liebe ist, sie verstehen, was Annahme ist. All die Eingetätschten, die Verbeulten, all die, die unter den Karren kommen, verschuldet sind, all die, die ihren Wert haben verloren, all diesen Menschen bin ich hier näher, als man sich vorstellen kann. Und ich werde sie rausziehen, herziehen zu mir. Sie verstehen nämlich jetzt endlich, was ist wahre Liebe. Und jetzt werden wir im nächsten Teil uns noch überlegen, ja, Fußball ist eine Macht, Schönheit ist eine Macht, all das, was wir hier haben, ist eine Macht. Aber es gibt ja noch einfach die Macht um ihren Selbstwillen. Und das bleibt natürlich ein Thema, wenn es darum geht, was ist für die Menschen attraktiv und herstreben sie.